Nord Stream Zoff, reparieren oder bombardieren? Und damit herzlich willkommen zu Kompakt der Tag am 18. Januar. Das sind einige unserer weiteren Themen. Windkraft, Hände weg vom Wald. Baumpilz, das perfekte Feuerzeug. Freddy, bunte Wehr gegen Putin. Greta, Verhaftung oder Theater? Nord Stream Zoff, reparieren oder bombardieren? Der Streit um Deutschlands wichtigste Pipeline geht in die nächste Runde. Jetzt haben sich Michael Kretschmer, CDU-Ministerpräsident von Sachsen, und der überhaupt nicht zuständige Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD geäußert. Blicken wir zurück. Am 26. September 2022 wurden die Pipelines von Nord Stream 1 und Nord Stream 2 gesprengt. US-Präsident Joe Biden hatte das lange vorher angekündigt. Sehen Sie selbst. Der Anschlag war von US-Präsident Joe Biden schon am 7. Februar angekündigt worden. Wenn Russland einmarschiert, das heißt Panzer oder Truppen wieder die Grenze überqueren, dann wird es kein Nord Stream 2 mehr geben. Wir werden es beenden. Auf den Einwand einer Reporterin, dass Nord Stream Deutschland gehöre, fügte er hinzu: Ich versichere Ihnen, wir sind dazu in der Lage. Bundeskanzler Scholz stand neben ihm und lächelte verständnisvoll. Verräterisch war auch der Glückwunsch von Polens Ex-Außenminister Radosław Sikorski am Tag nach den Sprengungen. Thank you, USA. Die britische Premierministerin Liz Truss schrieb wenige Minuten nach den Detonationen ihrem US-Kollegen Anthony Blinken laut dem berüchtigten Web-Experten Kim.com Schmitz eine Textnachricht mit den Worten: It's done, es ist vollbracht. Michael Kretschmer forderte in der Bild-Zeitung die Reparatur der Nord Stream Pipelines. Karl Lauterbach hielt sofort stramm dagegen. Bröckelt die Schweigemauer um den Terrorakt gegen die deutsche Energieversorgung? Darüber unterhalten sich unser TV-Chef Paul Klemm und Kompakt-Chefredakteur Jürgen Elsässer. Die Nord Stream AG will ihre Pipelines reparieren. Karl Lauterbach will das nicht. Das hat er jetzt in einem Interview gesagt. Warum, weiß keiner so genau, weil er ist ja eigentlich Gesundheitsminister, hat er eigentlich gar keine Befugnis. Wahrscheinlich, weil jetzt Corona weg ist als Thema, muss er sich Neues suchen. Jetzt hat er eben gesagt, er will nicht, dass Nord Stream wieder repariert wird, weil das würde Deutschland wieder in die Erpressbarkeit gegenüber Russland bringen. In Verkennung der Tatsache, dass ja Nord Stream kein Erpressungsmechanismus war oder so, sondern es war eine wirtschaftliche Verbindung von beider Seiten. Nutzen. Beide Länder haben davon profitiert. Für beide Länder wurde ein wirtschaftlicher Aufschwung dadurch ermöglicht. Und Lauterbach hat da auch ein bisschen reagiert auf eine Äußerung von Michael Kretschmer, dem Ministerpräsident von Sachsen, der also gesagt hat, wir müssen Nord Stream wieder reparieren für die Zeit nach dem Krieg, weil da ja wieder russisches Öl, russisches Gas importiert werden könnte. Ist natürlich auch ein bisschen naiv, weil ich glaube, der Krieg wird sich eine ganze Weile noch in die Länge ziehen. Aber was aus meiner Sicht völlig zu kurz kommt, ist die Tatsache, dass ja Nord Stream ein Friedensmittel wäre. Das heißt, wenn man Nord Stream wieder repariert und wieder in Betrieb nehmen würde, dann wäre das eine Möglichkeit für Deutschland, sich aus diesem Krieg rauszuziehen. Man müsste natürlich auch die Waffenlieferungen sein lassen und so weiter und eine diplomatische Initiative starten. Aber Nord Stream ist eine Friedensmöglichkeit und eine Möglichkeit, den europäischen Zusammenhalt wieder zu festigen. Zunächst mal zu Lauterbach. Also der hat uns ja jetzt wirklich die ganze Zeit erpresst. Von dem will ich nichts hören über Erpressungen. Zu Kretschmer sei so viel gesagt, er ist ja auch ein Schaumschläger vor dem Herrn. Würde er es ernst meinen, dann würde er einen Beschluss des Landtages von Freistaat Sachsen herbeiführen, repariert Nord Stream 2. Oder er könnte auch eine Volksabstimmung in Sachsen machen. Das geht nach der Landesverfassung. Repariert Nord Stream 2. Da hätte er satte Mehrheiten, mit denen er in Berlin auftrumpfen könnte. Aber er belässt es bei zahnlosen Appellen. Hintergrund ist natürlich, dass er Schwierigkeiten kriegt mit der aufstrebenden AfD, auch mit den Freien Sachsen. Wenn die beiden im nächsten Landtag vertreten sind, die einen mit 30, die anderen mit 10%, ja, mit wem will der Kretschmer noch regieren? Dann muss er auf die beiden zugehen und da will er jetzt natürlich ein bisschen Schaumschlägerei machen, um seine CDU da noch zu retten und
kontrollierte Opposition gegen Berlin zu betreiben, aber das glaubt ihm natürlich niemand. Was du gesagt hast, Nord Stream als sozusagen Friedensbrücke, ja, in einer vernünftigen Welt würden auch die Amerikaner dem zustimmen. Wir haben ja immer noch die Unterseekabel fürs Internet, Transatlantikkabel, und keiner geht daran. Auch Russland ist nach wie vor an dieses Internet angeschlossen. Keiner zerstört da Infrastruktur. Das heißt, es gibt eine Restvernunft, dass man bei aller Konfrontation und kriegerischen Auseinandersetzung bestimmte Dinge nicht antasten sollte, damit nicht tatsächlich global alles den Bach runtergeht, unabhängig vom Kriegsschauplatz. Ja. Aber bei Nord Stream gab es eben diese Zurückhaltung nicht. Und die Amerikaner haben schon gewusst, warum sie das angreifen. Na klar. Und was man dann noch sagen muss, wir brauchen dieses Gas, weil derzeit brüstet sich ja die Politik mit vollen Speichern. Aber so voll sind die jetzt auch wieder nicht, vor allem mit Blick auf den nächsten Winter, der kommt. Also diesen Winter wird es wohl noch reichen, sagen Hochrechnungen. Also eine Hochrechnung besagt, wenn es keine Einsparungen gibt, worauf es hinausläuft, weil der Winter sehr kalt ist, dann werden die Speicher im März alle sein. Das wäre kein Problem, weil danach wird es ja wärmer, danach kommt der Sommer. Aber wie sieht es eben im nächsten Winter aus? Das ist die große Frage. Man hat jetzt da einen Deal ausgemacht mit Katar. Katar kann aber erst ab 2024 liefern. Und der größte Gaslieferant für Deutschland ist ja derzeit Norwegen. Bei Norwegen gibt es nur zwei Probleme. Das eine Problem ist, die nehmen extrem viel Geld. Die verkaufen das nämlich zu den Weltmarktpreisen, worüber sich Habeck ja schon aufgeregt hat, weil er dachte, es gibt da irgendwie einen Freundschaftsrabatt oder sowas in der Art, diesen Rabatt gab es natürlich nicht. Norwegen ist ein großer Profiteur der aktuellen Situation. Die haben einen riesen Reibach gemacht letztes Jahr, also Rekordhandelsüberschuss. Und das wird so weiterlaufen. Und was Norwegen auch schon gesagt hat, die haben jetzt schon das ausgereizt an Potenzial, was sie haben, eben mit Blick auf die Profite, die sie machen können. Aber diese Ressourcen sind auch irgendwann aufgebraucht. Man müsste jetzt neue Gasvorkommen erschließen. Das dauert natürlich wieder. Das heißt, Norwegen ist da auch kein sicherer Handelspartner. Man muss auch bedenken, wir haben im Augenblick noch eine etwas freundlichere Energielage wegen des sogenannten Streckbetriebs der Atomkraftwerke. Der endet aber im April auf Druck der Grünen. Das heißt, sie stehen im nächsten Winter nicht zur Verfügung. Und wir haben auch das Ölproblem. Wir sprachen ja immer wieder über Schwedt, die Raffinerie in Schwedt, das PCK, hat im Augenblick nur 50% Auslastung. Das kasachische Öl ist noch nicht angekommen. Der Vertrag ist noch nicht unterschrieben. Wir kriegen auch aus Danzig nur minimale Mengen. Alles kommt jetzt über Rostock und es sind eben nur die 50%. Das heißt, wenn hier auch noch eine Ölraffinerie crasht, dann haben wir neben der fehlenden Atomkraft noch ein zweites Problem im nächsten Winter. Und Kretschmers Initiative ist insofern zeitgemäß. Diese zerborstenen Röhren von Nord Stream 1 und Nord Stream 2, wenn die ewig da im Salzwasser rumliegen, dann korrodieren die, dann sind die nicht mehr zu reparieren. Also entweder man geht da jetzt ran oder es ist wirklich dann, ja, geht nicht mehr. Ja. Und eins noch, wir wissen immer noch nicht Bescheid, was da eigentlich los war am 26. September, obwohl uns ja die Politik volle Aufklärung versprochen hat. Also gut, wir können uns schon denken, was los war, aber wo sind die Fakten? Ja, es gab jetzt immer wieder Anfragen an die Regierung. Sag doch mal, stellt doch mal Transparenz her. Sarah Wagenknecht hat nachgefragt, die AfD-Fraktion hat nachgefragt. Mittlerweile beschweren sich sogar grüne Bundestagsabgeordnete, dass so wenig verraten wird. Zum Beispiel der Konstantin von Notz, der ja den Vorsitz hat für das parlamentarische Geheimdienst. Kontrollgremium, also darauf achten muss, was die Öffentlichkeit erfährt, was nicht. Und er hat gesagt, die Öffentlichkeit hat ein Recht zu erfahren, was da passiert ist, vor allem, weil es versprochen war. Sogar große US-Medien wie die Washington Post berichten jetzt kritisch über dieses Narrativ, dass es angeblich die Russen gewesen sein könnten. Sogar die CDU meldet sich jetzt zu Wort und sagt, es muss aufgeklärt werden. Also der Druck wächst und ich glaube, die Täter werden langsam nervös. Ja. Wir haben unseren Teil zur Aufklärung von diesem Anschlag auf Deutschlands Energieversorgung, im Grunde der erste kriegerische Akt seit 8. Mai 1945, beigetragen. Unsere TV-Doku Tatort Nord Stream Täter USA hat jetzt Stand heute 938.000 Zuschauer in nur 4 Wochen gehabt. Sie können auf YouTube dazu beitragen, dass wir die Million noch
knacken, gucken Sie den Film an, geben Sie ihn an Freunde weiter, so schaffen wir die Million. Und wir sind schon bei der nächsten Doku an der Vorarbeit. Wir machen nach dem Erfolg von Tatort Nord Stream, machen wir eine weitere Doku, und zwar Mordzentrale Rammstein über diesen US-Stützpunkt, der wie ein Pfahl im deutschen Fleische ist und von dem aus die ganze Ostfront mit Waffen versorgt wird. Diese Doku soll noch in diesem Frühjahr fertig werden, aber es kostet uns wirklich Manpower, Technik, Reisen, Sprit, Hotels. Wir wollen hinfahren natürlich, wir wollen Experten interviewen, Militärs. Können wir gar nicht allein stemmen aus unserem Budget. Also bitteschön, liebe Zuschauer, eine Spende würde uns helfen, dieses Produkt TV-Doku Mordzentrale Rammstein fertig zu machen. Hier sind die Daten. Und auch heute gilt: liken, teilen, abonnieren, kommentieren Sie gerne unsere Sendung auf YouTube oder auf unserer Online-Seite kompakt-online.de. In Zeiten von Energiemangel und Blackout-Gefahr ist es sinnvoll, sich auf den Ernstfall vorzubereiten. Wie kann ich Feuer machen, wenn Strom und Gas nicht mehr fließen, Feuerzeug und Streichhölzer ausverkauft sind? Liebes Publikum, hier endet die gekürzte YouTube-Fassung dieses Beitrages. Wegen der Zensurgefahr können Sie die vollständige Sendung nur unter kompakt-online.de sehen. Den Link finden Sie in der Beschreibung unter dem Video. Viel Spaß beim Weiterschauen, wünscht Ihnen Ihr Kompakt-Team.